In diesem Video soll es um die Frage gehen, wie kann man Atome sichtbar machen? Und jetzt wiederhole ich mich ein wenig. Ein optisches Mikroskop kann Gegenstände mit einer Größe von mindestens einer halben Wellenlänge des verwendeten Lichts auflösen. Und beim sichtbaren Licht liegt die Auflösungsgrenze bei 200 Nanometern. Und 200 Nanometer sind 2 mal 10 hoch minus 7 Meter. Was bedeutet das? Wenn ein Gegenstand unterhalb dieser Größe liegt, können wir es nicht mehr vernünftig auflösen. Und wir erinnern uns, da die Atomgrößen im Bereich von wenigen 10 hoch minus 10 Meter liegen, können wir Atome natürlich nicht sichtbar machen, also nicht, zumindest nicht mit dem sichtbaren Licht. Jetzt gibt es verschiedene Auswege, was man da jetzt machen könnte. Man könnte jetzt an der Wellenlänge was machen und ein Licht benutzen mit einer kleineren Wellenlänge. Das gibt es. Das wäre zum Beispiel Röntgenstrahlung. Es gibt auch sowas wie Röntgenmikroskopie. Ich bin auch kein Experte in diesem Bereich, aber das, was ich gelesen habe, ist, wir haben Schwierigkeiten, passende Linsen zu bauen. Und deshalb kann man mit Röntgenmikroskopen auch keine Atome auflösen. Zweiter Ausweg wäre, kein Licht, sondern eine andere Strahlung zu verwenden. Und was man da benutzen könnte, wäre Elektronenstrahlung. Und da spreche man von Elektronenmikroskopie. Und damit kann man Gegenstände sichtbar machen, die unterhalb dieser Grenze liegen. Es gibt aber noch ein anderes Verfahren und da benutzt man einfach einen anderen Trick. Und jetzt schreiben wir das einfach. Ein möglicher Ausweg ist, Atome mit Hilfe eines Rasterkraftmikroskops abzutasten. Ja, da sind wir nicht auf eine Strahlung angewiesen. Da macht man das so ein bisschen so, wie man jetzt eine Blindenschrift lesen würde. Man verwendet nicht die Strahlung, sondern man berührt sozusagen die Atome und fühlt sozusagen die Oberfläche. Um die Funktionsweise eines Rasterkraftmikroskops verwenden wir Aldogu. Als erstes benötigen wir eine sogenannte Probe. Das ist einfach ein Gegenstand, dessen Oberfläche wir untersuchen wollen. Und ich mache die Probe aus einem Rechteck, deshalb habe ich hier ein Raster hier eingeschaltet und zeichne jetzt einfach ein Rechteck und diese Oberfläche soll jetzt untersucht werden. Natürlich ist eine flache Oberfläche ziemlich langweilig und deshalb möchte ich die etwas interessanter gestalten und dazu nehme ich ein Pinselwerkzeug. Und wichtig an dieser Stelle ist, dass wir hier ein Häkchen bei Vereinigen haben. Das bedeutet, dass diese Pinselstriche, die wir setzen werden, mit den Objekten vereinigt werden, von denen sie berührt werden. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Pinselstrich setze, wird mein Rechteck um diesen Kreis hier ergänzt. Und damit kann ich eine etwas interessantere Oberfläche gestalten, die wird so eine Wellenform haben. Und dann könnte man sich vorstellen, diese Kreise hier oder das, was hier so rausguckt, sind die Atome der oberen Schicht von meinem Gegenstand. Und jetzt geht es darum, diese mit Hilfe eines Rasterkraftmikroskops abzutasten. Okay, ich schalte mal das Raster hier aus. Und jetzt geht es darum, das eigentliche Rasterkraftmikroskop zu erstellen. Dazu brauche ich sozusagen eine Halterung, die bastle ich aus einem Rechteck. Damit das Rechteck nicht runterfällt, wenn ich die Simulation starte, klicke ich mit der rechten Maustaste hier drauf und unter den Geometrieaktionen kann ich hier an den Hintergrund kleben, auswählen, damit ist das hier fixiert. Und jetzt geht es darum, eine Spitze zu erstellen, die sozusagen die Oberfläche berührt.
Und das mache ich folgend. Ich zeichne wieder ein Rechteck und aus diesem Rechteck werde ich eine Spitze erarbeiten. Das kann man jetzt so ein bisschen tiefer verschieben. So, diesen Balken hier lasse ich hier drehbar lagern mit diesem Drehachsenwerkzeug. Und was noch fehlt an diesem Balken ist die eigentliche Messspitze. Das mache ich wieder mit dem Pinselwerkzeug. Zeichne ich hier mal so ein Stück. Ich füge einfach Material hinzu. Und damit es spitzer wird, nehme ich hier so ein Löschwerkzeug und dann kann ich das etwas nacharbeiten, sodass wir eine Spitze bekommen. So, jetzt ist mein Rasterkraftmikroskop etwas zu hoch. Das möchte ich verschieben. Und dazu muss ich alle Elemente davon markieren und dazu wähle ich das Sketch-Werkzeug. Zeichne einfach eine Fläche drumherum, damit ist alles ausgewählt und nun kann es hier verschoben werden. Sagen wir bis dahin. Okay, jetzt können wir die Simulation starten. Die Spitze berührt die Oberfläche und wenn ich die Probe verschiebe, sehen wir, die Spitze tastet die Oberfläche ab. Ja, natürlich müssen wir aufpassen, dass wir nicht eine zu schnelle Bewegung machen, dann springt die Spitze etwas hoch. Also die Bewegung muss sehr langsam sein. Und ein weiteres Problem ist an dieser Stelle auch, dass wenn ich hier anfasse, kann es sein, dass ich die Probe etwas anhebe. Das ist auch nicht so günstig. Das Anheben kann ich folgend vermeiden. Ich mache einfach, ich stoppe erstmal die Simulation, hier auch einen Querbalken. So, diesen lagere ich auch hier drehbar. Und wenn ich jetzt nicht an der Probe selbst, sondern an dem Balken hier ziehe, kann ich zum großen Teil das Anheben der Probe vermeiden. Und das ist dann deutlich weniger von dem Winkel abhängig. Das bedeutet, die jeweilige Höhe auf der Oberfläche können wir jetzt in die Anhebung dieser Messspitze übersetzen. Und der nächste Schritt ist, wie kann man diese Anhebung oder die Bewegung dieser Spitze sichtbarer machen? Weil momentan haben wir einfach nichts gewonnen. Wir haben jetzt hier eine Oberfläche, die dann in unter dem Nanobereich, Nanometerbereich liegt. Und auch hier eine sehr, sehr kleine Bewegung. Jetzt geht es einfach nur darum, die Bewegung sozusagen zu verstärken. Und das macht man folgend. Man lässt einen Laserstrahl auf dieser Messspitze oder auf diesen Hebelarm einstrahlen. Dann hat man hier einen Spiegel, dann wird ein Laserstrahl reflektiert. Und dann kann man sich diesen reflektierten Strahl anschauen. Und das machen wir jetzt einfach. So, ich hebe die Auswahl auf und jetzt kommt wieder unser Pinselwerkzeug. So, an dieser Stelle wird unser Laser gleich befestigt. Hier ist ein Laserwerkzeug. Klicke ich mal hier drauf. Jetzt kann er gedreht werden. Und wir sehen, dieser Strahl wird an dieser Oberfläche hier reflektiert. Und wenn ich die Probe etwas verschiebe, sehen wir, dass sich hier der Verlauf des reflektierten Strahls ändert. Was gerade nicht so günstig ist, der reflektierte Strahl ist kaum zu sehen. Es liegt daran, dass die Reflexionsfähigkeit dieser Oberfläche relativ klein gewählt ist. Das kann man ändern, indem man jetzt hier mit der rechten Maustaste draufklickt.
und in den Skriptmenü einfach draufklicken, hat man alle Eigenschaften von dieser Messspitze und die Reflexionsfähigkeit finden wir hier. Die ist gerade bei 1.0 und wenn wir diese auf zum Beispiel 10 setzen und Enter drücken, jetzt kann ich das hier ausschalten, ist der reflektierte Strahl deutlich heller. Okay, wenn wir jetzt rauszoomen, können wir uns auf diesen reflektierten Strahl konzentrieren. Ich versuche mal hier diesen Hebelarm zu berühren. Und jetzt sehen wir, dass die kleinen Bewegungen der Spitze, die man eigentlich kaum wahrnehmen kann hier, zu großen Auslenkungen von diesem Strahl hier führen. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass man die Probe nicht zu schnell bewegt. Und da könnte man einfach an dieser Stelle einen Detektor platzieren und je nachdem, unter welchem Winkel sich diese Spitze befindet, werden wir auf einer anderen Stelle auf den Detektor treffen und so können wir eine Aussage über die Beschaffenheit der Oberfläche machen.